Erfurt. Stadtteil Herrenberg. Nicht das beste Viertel der Stadt. Hier ist jeder Zehnte arbeitslos. Viele leben in ärmlichen Verhältnissen. Mittendrin Kampfsporttraining bei der Arbeitsgemeinschaft Körper und Geist. Kein Verein wie jeder andere. Die Trainingsräume sind Teil der Parteizentrale des sogenannten Dritten Wegs. Sport ist für die Parteistrategen vom Dritten Weg Mittel zum Zweck. Die Arbeitsgruppe Körper und Geist hat sich in erster Linie zusammengefunden durch Mitglieder, die halt ein starkes Interesse daran haben, Sport zu betreiben. Allgemein ist festzustellen, dass nicht nur die Kampfsportszene, wenn man es so nennen mag, vielleicht an größerem Interesse im nationalen Lager erfährt, sondern es ist wahrscheinlich auch so, dass es immer mehr auch Menschen gibt, die eben eher den gesunden Lebensstil verfolgen. Und deshalb spreche der Dritte Weg auch schon Kinder an, damit sie gesund und vor allem wehrhaft werden. Selbstverteidigungskurse heißt das offiziell bei den Parteistrategen. Dann sind wir ja nicht in ganz ungefährlichen Zeiten, muss man auch dazu sagen. Es gibt gerade im Jugendbereich immer wieder Nachrichten, dass Schüler gemobbt werden zum Beispiel in der Schule. Und das sind alles Entwicklungen, die wir versuchen dann auch mit eben so einer Arbeitsgemeinschaft, auch Körper und Geist, aus dem Grund den Körper zu stehlen und natürlich auch das Geistige im Hintergrund mit zu fördern. Auf der Internetseite präsentieren Trainer und Kinder stolz ihre Urkunden mit dem Logo des Landessportbundes Thüringen. Der Dritte Weg hatte sie zum Deutschen Sportabzeichen in Erfurt geschickt, als handele es sich um einen ganz normalen Sportverein. Die jungen Athleten werden für ihre Urkunden auf der Webseite mit einem Hitler-Zitat gefeiert. Deutsche Jugend, flink wie Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl. Das ist der Geist, der den Verfassungsschutz in mehreren Bundesländern auf den Plan gerufen hat und warum auch der Bundesverfassungsschutz den Dritten Weg beobachtet. Also so wird perfide, sag ich mal, dieses Gift, ja, des Rassismus und des Faschismus wieder in die Gesellschaft zu infiltrieren. Ja. Das ist die Strategie und da gehört eben Sport auch dazu. Gerade Jugendliche sind affin, was Sport anbelangt, auch Kampfsport. Mal ein bisschen die Muckis zeigen und so, das ist nun mal auch, gehört zur Jugendkultur. Und da will man sich Zugang verschaffen. Wie geschickt der Dritte Weg dabei vorgeht, zeigen die Ereignisse Ende Juni in Erfurt um das Deutsche Sportabzeichen. Dem Landessportbund gelang es zum wiederholten Male nicht, die Propagandaaktionen des Dritten Weges zu unterbinden. In diesem Jahr hatte man sogar eigene Sicherheitskräfte engagiert, um zu verhindern, dass Kinder in Shirts des Dritten Weges antreten. Sie hätten sich irgendwie eingeschmuggelt, vermutet der Geschäftsführer. Ich glaube schon, dass das ein Thema ist und auch mit dem Sport am Ende in die Mitte der Gesellschaft zu kommen und zu sagen, unsere Jungs, unsere Kinder machen Sport und vielleicht dann den einen oder anderen damit irgendwo auch noch mitzufangen. Das ist einfach zu verurteilen, weil hier werden Kinder instrumentalisiert, hier werden Kinder ausgenutzt, hier wird der Sport instrumentalisiert, nach außen hin zu zeigen, Sport ist möglicherweise identifiziert sich damit. Deshalb also auch von uns eine sehr klare Position dagegen, das stimmt, ist nicht in Übereinstimmung mit unseren Satzungen, das ist nicht in Übereinstimmung mit unserem Leitbild. Der Dritte Weg ist entstanden aus dem freien Netz Süd, einer offen gewalttätigen Nazi-Gruppierung, die im Juli 2014 verboten wurde. Hier Bilder der damals beschlagnahmten Waffen. Sportvereine, sagt Frank Nürnberger vom Verfassungsschutz Brandenburg, seien integraler Bestandteil der Strategie der Neonazis. Der Rechtsextremismus, das muss man wissen, lebt ganz stark vom Körperkult. Also der gesunde Germane, der kräftige Germane, der den Lebenskampf führen kann und sich auch auf den Tag X vorbereitet, das ist ein ganz großes Thema. Trainieren für den Tag X? Auf der Homepage der Partei heißt es dazu, die Sportgruppe sehe sich als Teil einer Bewegung zur völkischen Wiedergeburt unserer Nation. Man wolle dazu beitragen, das ganze Volk wieder wehrhaft zu machen. Gewalt als Durchsetzung unserer politischen Ziele lehnen wir ab, weil wir wollen die Herzen unserer Landsleute gewinnen.
Und das macht man nicht mit der Faust oder mit sonstigen Mitteln. Der Tag X, das heißt die Überwindung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, das ist ja ein Grundnarrativ, gerade auch der rechtsextremistischen Szene. Das können Sie ja lange zurückverfolgen bis hin zur Wehrsportgruppe Hoffmann, wo man ja auch mit Schusswaffen sich darauf vorbereitet hat. Und natürlich ist die Kampfsportszene und der damit verbundene Körperkult auch ein ganz wesentliches Thema, um sich auf diesen Endkampf vorzubereiten. Kampfsport ist in der rechtsextremen Szene Propagandamittel Nummer 1. Das Internet ist voll von perfekt inszenierten Kampfszenen. Das Mekka dieser Kampfsportler, der Kampf der Nibelungen. Eine Veranstaltung, die noch nie von unabhängigen Journalisten gefilmt werden konnte. Zu sehen sind davon nur heroische Werbevideos der Veranstalter. Bei diesen Veranstaltungen treten ausschließlich rechtsextreme Kampfsportler gegeneinander an. Hier sehen Sie Bilder des Dritten Wegs von eigenen Kampfsportszenen. Ein Kämpfer von Körper und Geist hat im letzten Jahr einen Titel beim Kampf der Nibelungen gewonnen. Ein großer Teil der Kämpfer kommt aus der Fußball-Hooligan-Szene, zu der auch der Dritte Weg enge Beziehungen unterhält, sagt Christoph Lammert von MOBIT, die mobile Beratung für Demokratie gegen Rechtsextremismus. Wir sehen auf jeden Fall auch Überschneidungen, Vernetzungen zwischen extrem rechten Kadern und der Fußball-Fanszene vor allem. Das betrifft nicht nur explizit jetzt die Leute, die beim Dritten Weg unterwegs sind, sondern das haben wir auch bei anderen Neonazis, die sozusagen in diesem Kampfsportbereich zum Teil unterwegs sind und dann eben wieder in diesem eher gewalttätigen Fußballfanmilieu auch auftauchen. Und nochmal mit Blick auf den Dritten Weg in Erfurt konkret, haben wir natürlich Leute, die viele Jahre lang, bevor sie sozusagen als Parteikader aufgetreten sind, auch schon in einer Hooligan-Szene unterwegs waren. Einer von ihnen, Enrico Biciszko, zuletzt Spitzenkandidat des Dritten Weges für die Stadtratswahl. Viele Jahre führender Kopf der Hooligan-Szene von Rot-Weiß Erfurt. Dieses Foto zeigt ihn im Shirt der Vereinigung Hunara Hooligans, Nazis und Rassisten. Als Gewalttäter mehrfach angezeigt und verurteilt, auch zu Gefängnis. Aus der Hooligan-Szene in die Politik. Man muss, wenn irgendwas passiert, sich wehren können. Ich sag's immer so, ja, man ist da, man hält sich fit und was kommt, ist immer schwierig zu sagen. Ich kenne das auch noch von meinem letzten Wahlkampf. Man wurde öfters mal bedroht, der politische Gegner ist ja da. Und er neigt ja oft dazu, eben verbal sich zu äußern oder wie in anderen Ständen eben bekannt, auch körperlich aggressiv zu werden. Man weiß halt nie, was kommt. Erwachen! Erwachen! Am 1. Mai hatte Sport in Zeit den Demonstrationszug des Dritten Weges in Plauen begleitet. Über 500 Rechtsradikale samt Kinder. Unter den Demonstranten entdecken wir bekannte Kampfsportler. Sebastian Dahl im Kampf der Nibelungen-Pullover. Er saß schon 5 Jahre im Gefängnis wegen versuchten Mordes. Er hatte einen Brandanschlag auf schlafende Teilnehmer eines antirassistischen Musikfestivals ausgeführt. Und Martin Langner. Langner ist einer der Gründer der Sportgemeinschaft Barbaria Schmölln. Eine Kampfgruppe, bei der die NS-Ideologie schon am Logo der Rune zu erkennen ist. Starkämpfer in der einschlägigen Szene der Kampfturniere. Wenn die extreme Rechte ihre Gewalt derart professionalisiert und wir bei Neonazis nicht mehr über Straßenschläger reden, sondern über ausgebildete Mixed Martial Arts und Straßenkämpfer, dann muss man diese Lage sehr, sehr ernst nehmen. Wie gefährlich diese in Sportvereinen ausgebildeten Kampfsportler inzwischen sind, sehen wir auf Bildern bei den Ausschreitungen von Chemnitz im August 2018. Ein Hooligan streckt einen Polizisten in Sekundenschnelle nieder mit einem sogenannten Double-Leg-Kampfgriff. Dieser Angriff wird auf der Facebook-Seite des rechten Modelabels White Rex wie ein großer Erfolg gefeiert. White Rex gehört dem Hauptsponsor der Veranstaltung Kampf der Nibelungen, dem Deutschrussen Denis Nikitin, einen bekennenden Fußball-Hooligan und Rechtsextremen.
Hier sehen wir Nikitins russische Hooligan-Truppe, wie sie bei der Europameisterschaft 2016 englische Fußballfans überfällt. Die Marke White Rex ist international vernetzt, hat Kampfsportturniere auch aufgebaut in Ungarn, in Griechenland, in Italien, auch mit in Frankreich. Und der Kampf der Nibelungen ist Teil dieses internationalen Netzwerkes. Insofern muss man auch verstehen, dass die Hooligan-Szene eben keine schlecht organisierte Szene von Straßenschlägern mehr ist, sondern dass wir über ein internationales, professionalisiertes Kampfsportnetzwerk reden. Zurück zum dritten Weg in Erfurt. Körper und Geist trainieren, eigentlich das Wesen des Sports. Für die Neonazis des dritten Weges ist es der Weg zum Umsturz.